Einen wunderschönen guten Morgen, willkommen zurück zu diesem neuen, ja, Vlog, Wochenvlog. Ihr habt ja letzte Woche sicherlich mitbekommen, dass letzte Woche kein Online-Vlog, noch ganz zerstreut, kein Wochenvlog online ging, wollte ich sagen. Das hat ganz einfache Gründe gehabt, und zwar war ich krank, ich hatte Corona. Also gar 3 Jahre lang habe ich es geschafft, irgendwie die zu umgehen, und auf einmal hat es mich umgehauen. Montags habe ich noch gar nicht gewusst, dass es die Corona ist, weil mein Mann halt erkältet vom Field nach Hause kam. Ja, der hat halt Schnupfen gehabt und hin und wieder mal so ein bisschen Husten, aber das hat er sowieso im Grund immer irgendwie, weil er halt vaped, und haben uns halt nichts weiter dabei gedacht, auf jeden Fall. Und ich dachte halt, es ist halt eine Erkältung oder so, weil er halt auch meinte, es wären halt einige bei ihm im Field gewesen, die halt auch erkältet waren oder eine Erkältung bekommen haben, weil die halt draußen in Zelten gegammelt sind, und es war halt nachts teilweise noch ziemlich kalt. Deswegen habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Und als ich dann aber donnerstags abends Fieber bekommen habe, beziehungsweise das Fieber zurückkam, ich hatte Sonntagabend schon angefangen zu kränkeln und hatte da so Schüttelfrostattacken gehabt und mit leichtem Fieber. Also es war eigentlich nur erhöhte Temperatur. Und auf jeden Fall kam das donnerstags, Quatsch, dienstagsabends wieder, und da dachte ich, komm, jetzt machst du einfach mal aus. Du hast noch den letzten Test im Flur, der läuft sowieso in ein paar Wochen ab, den machst du jetzt einfach. Ja, und der war halt einfach mal sofort positiv. Also dieser Strich, der da erscheinen soll, wenn man halt positiv ist, der war schon direkt beim Auffüllen des Streifens schon vorhanden. Das heißt, das Testergebnis war noch gar nicht da. Da war schon das Positiv da. War also volle Möhre einmal die Roni. Ich habe mich dann dementsprechend isoliert und habe dann halt nichts mitgevloggt, weil ich halt auch im Haus mich nicht frei bewegen konnte. Es wäre ein sehr langweiliger Vlog geworden, weil ich wirklich den ganzen Tag nur Essen an die Tür gebracht bekommen habe und halt gelesen habe. Hin und wieder mal die Switch, um halt ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber im Großen und Ganzen habe ich halt wirklich jeden Tag das gleiche gemacht, nämlich nichts, bis auf Lesen. Deswegen habe ich einfach nur einen Lesevlog gedreht und halt ein Food Diary. Das müsste jetzt auch online gekommen sein, schon letzten Samstag. Ich kann euch das hier oben mal gerne verlinken, wenn ihr da Interesse dran habt. Auf jeden Fall ist heute Tag 8, und ich habe am Samstag nochmal getestet und da war ich immer noch positiv. Da aber jetzt meine Kinder in der Schule sind, mein Mann auf der Arbeit, kann ich mich wieder freier hier im Haus bewegen, zumindest während alle noch weg sind. Ich weiß, dass es bei euch in Deutschland keine Regelungen mehr gibt, aber hier ist es so, dass man nach einem positiven Test sich erstmal 5 Tage lang isolieren muss, und dann darf man rein theoretisch nochmal raus, aber halt mit Maske, wenn man um Menschen rum ist. Und da ich weder mit Maske schlafen will, noch irgendwie ja den ganzen lieben langen Tag Maske tragen möchte, verkrümel ich mich halt nach wie vor zurück ins Schlafzimmer, wenn halt die Kinder zu Hause sind und wenn halt mein Mann da ist. Das Spiel wird jetzt auf jeden Fall noch bis mindestens Mittwoch gehen oder Donnerstag. Dann ist Tag 10 oder Tag 11 und da könnte ich rein theoretisch schon ohne Maske rumlaufen. Also diese Woche habe ich dann irgendwann, am Ende der Woche zumindest, meine richtige Freiheit wieder. Muss allerdings sagen, ich habe ja heute schon einiges erledigt. Ich habe schon Wäsche gewaschen, ich habe die Küche ein bisschen aufgeräumt, weil mein Mann war halt hier eine ganze Woche lang in charge, und es waren in der Küche ein paar Dinge falsch eingeräumt, die ich erstmal nochmal ummodeln musste, und es lagen auch Dinge einfach auf der Küchenablage, die da eigentlich nichts verloren hatten. Habe das schnell ein bisschen geregelt, habe auch den Kühlschrank ein bisschen leer geräumt. Es waren halt Dinge drin, die leider schlecht geworden sind. Es waren halt Lebensmittel drunter, die für gewisse Abendessen gedacht waren, die ich natürlich nicht kochen konnte. Und mein Mann ist halt auch nicht so der gigantische Mega-Chefkoch. Und deswegen sind halt einige Dinge leider schlecht geworden. Die habe ich jetzt heute Morgen entsorgt und weggeworfen. Ja, und eine Maske habe ich mir danach gegönnt. Ich war auch schon duschen und habe meine Haare endlich mal trocken geföhnt. Also man fühlt sich ja dann doch irgendwie direkt wie ein ganz anderer Mensch. Nicht, weil ich das Haus verlasse heute oder so, habe ich nicht vor. Aber einfach für mich selber, weil man sich dann doch irgendwie so ein bisschen wohler fühlt. Ich habe heute Morgen auch ganz schnell gemerkt, dass ich schnell an meine Grenzen komme. Also jetzt nicht außer Puste oder so, weil mit dem Husten hatte ich nie wirklich viel in dieser Rona-Zeit zu tun. Aber ich merke halt doch, dass ich schnell schwächle und dass meine Beinmuskulatur relativ schnell müde ist. Also wir haben ja hier so ein paar Treppenstufen, wirklich nicht der Rede wert. Aber die bin ich heute Morgen 5, 6 Mal rauf und runter für halt die Wäsche zu waschen und die Wäsche wegzuräumen. Und da habe ich schon gemerkt, holla die Waldfee. Also ja, der Kopf will viel und der Körper kann nicht, der kommt nicht hinterher, und da muss ich echt aufpassen,
dass ich mich nicht irgendwie überhebe oder so, dass ich dann nicht zu schnell wieder zu viel will. Aber ja, das ist die Erklärung, weshalb halt letzte Woche kein Wochenvlog kam. Ich werde euch diese Woche auf jeden Fall nochmal mitholen. Wir haben auch, glaube ich, entweder heute oder morgen einen Konferenzcall, den muss ich dann halt von meinem Zimmer aus mit dem Handy absolvieren für unsere Küche. Die ist ja nach wie vor in Planung. Da haben wir dann jetzt auch alle Papiere fertig. Dann geht es dann nur noch um die kleinen Details und um das Datum, wann die Küche dann halt jetzt gemacht werden soll. Und wir hatten letzte Woche unsere Fenster bekommen. Ich hoffe, dass sich von den Arbeitern niemand angesteckt hat, weil wir montags und dienstags die Fenster eingebaut bekommen haben. Da hatte ich schon die Roni. Ich war da schon krank, aber ich hatte halt null Ahnung, dass es die Rona ist, weil ich immer von ausgegangen bin, dass die Rona sich irgendwie anders anfühlen muss wie eine fette Erkältung. Und eigentlich hat es sich nur wie eine fette Erkältung angefühlt. Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie, ich meine, ich kann ja von Glück reden, dass es nur ein sehr, 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 sehr milder Verlauf war. Es kann, hätte ja auch ganz anders ausgehen können, aber ich bin halt einfach von ausgegangen, dass es sich anders anfühlen muss. Naja, ich will das so gar nicht runterspielen. Also ich hatte, wie gesagt, Glück. Bei anderen Menschen wäre es vielleicht nicht so super mild verlaufen. Aber ja, ich hoffe einfach, dass sich dort keiner angesteckt hat. Bin aber irgendwie auch froh, dass ich vorher nicht getestet habe. Weil wir dann die Termine hätten sicherlich verschieben müssen. Und da hätten wir halt jetzt noch keine neuen Fenster. Und es ist so klasse gewesen, letzte Woche, wo ich ja die ganze Woche bei mir im Schlafzimmer war, die Möglichkeit zu haben, die Fenster zu öffnen und im Garten rauszugucken und einfach frische Luft reinzulassen, weil die alten Fenster, die vorher drin waren, waren über 40 Jahre alt. Das sind noch die Originalfenster gewesen vom Hausbau und das Haus ist gebaut worden, ich glaube 1981 oder sowas. Und die sind teilweise einfach nicht mehr aufgegangen und der Holzrahmen im Fenster, das war schon so porös. Deswegen, es war wirklich ganz dringend notwendig, diese Fenster. Es war zwar ein teurer Spaß, aber es war wirklich eines der Dinge, die am nötigsten waren jetzt hier im Haus. Ja. Genau, nur so viel dazu. Jetzt habe ich genug gelabert. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem neuen Wochenvlog. Einen wunderschönen Dienstag. Mein Food Diary habe ich jetzt gerade geschnitten. Das lädt gerade, beziehungsweise das compressed gerade in einem File und dann kann ich das hochladen. Ist hoffentlich nicht zu langweilig geworden. Ich hoffe, dass es euch gefallen wird oder gefallen hat. Ich glaube, das ist ja dann jetzt schon online, wenn ihr das den Vlog hier seht. Ja, aber ich glaube, das habe ich sogar schon erwähnt. Ich habe heute Morgen bisher nicht viel gemacht. Ich habe gefrühstückt. Habe ich euch kurz eingeblendet. Ich habe mir seit ewig langer Zeit mal nochmal einen Chia-Pudding gemacht. Das sind einfach 30 Gramm Chiasamen auf 250 Milliliter Pflanzenmilch. Ich habe da immer die Cashew-Mandel-Proteinmilch von Silk, glaube ich, ist das. Muss ich mir auch nochmal neu kaufen oder meinem Mann den Auftrag geben, die neu zu kaufen. Das kommt ganz drauf an, weil ich wollte morgen halt nochmal testen und schauen, ob wir negativ sind. Also laut Regeln könnte ich rein theoretisch jetzt schon mit Maske einkaufen fahren, weil es man muss sich heutzutage wohl doch nicht mehr freitesten. Zumindest habe ich das von mehreren jetzt hier in Amerika gehört. Aber die Melissa, die hat da so die Anxiety, ein bisschen Angst und Panik und das muss ja dann nicht sein. Deswegen stecke ich dann halt jetzt ein bisschen zurück. Es könnte auch schlimmer sein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich morgen negativ teste. Und dann gibt es auch nächste Woche endlich mal vielleicht ein Food-Haul, wenn alles gut geht. Aber die Milch, die werde ich demnächst nochmal einkaufen müssen. Aber der Chia-Pudding, um darauf nochmal zurückzukommen, der war so mega lecker und super cremig mit dieser Milch. Ich habe das schon seit Ewigkeiten nicht mehr gegessen. Habe das dann getoppt mit Banane und mit Mandelmus und mit Erdbeermarmelade. Es war, ach, und dunkler Schokolade. Es war richtig lecker, wirklich. Und es ist auch super sättigend und ich liebe es. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht schon vor einer Weile mal nochmal gemacht habe. Also ich habe das wirklich schon seit, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Chia-Pudding gegessen habe.
Ja, auf jeden Fall erwarten wir heute auf jeden Fall noch ein Paket. Ich habe ein paar Kleinigkeiten bestellt für mein Buchzeug. Also ich habe nochmal diese, wie nennt man das, diese Buchsticker gebraucht für ja, meine Bücher zu markieren während dem Lesen. Da sind mir ein paar Farben, meine Lieblingsfarben ausgegangen, habe ich nochmal nachbestellt. Und ich glaube, die Melissa hatte sich da auch irgendwie was für ein Zimmer nachbestellt. Weil das ist halt wirklich, hier bestellen wir wirklich viel, viel, viel online einfach, weil wir halt hier wirklich bis auf den Walmart, in Dillons und in Aldi nichts groß haben, wo wir irgendwie gewisse andere Dinge einkaufen könnten. Deswegen bestellen wir halt super viel online und bei Amazon momentan, weil die nächste Stadt, wo wir halt mehr Einkaufsmöglichkeiten hätten, das ist halt auch nochmal eine halbe Stunde oder teilweise sogar über eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt. Das ist halt einfach alles ein bisschen weiter ausgestretched hier in den USA und deswegen greift man tatsächlich sehr, sehr, sehr viel auf Amazon. Also wir haben in Deutschland nie so viel bestellt, aber in Deutschland hat man halt auch irgendwie eine größere Auswahl an verschiedenen Läden, wo man hin kann für so zum Shoppen und zum Bummeln. Also das ist auch etwas, was mir unglaublich fehlt und worauf ich mich unglaublich doll freue. Wenn wir jetzt in den Deutschlandurlaub fliegen, einfach in Köln, in der Innenstadt, einfach den ganzen Tag von morgens Frühstück bis nachmittags zum Abendessen, einfach den ganzen Tag nur in der Stadt gammeln. Ich freue mich darauf so unglaublich doll und ich kann mir gut vorstellen, dass ich das mehrmals machen werde in den 2 Monaten, wo ich halt bei meiner Mama bin. Einfach weil ich das halt hier nicht kann. Aber ja, das ist halt jetzt so das Update. Ich habe heute sonst eigentlich nichts groß vor oder was zu tun. Ich wollte eigentlich staubsaugen, aber da ich gestern schon von dem Treppensteigen so mitgenommen war, ich denke, das mit dem Staubsaugen, das hat dann noch Zeit, das läuft mir nicht weg. Und am Wochenende muss ich auf jeden Fall die Fenster putzen. Die sehen nämlich jetzt schon wieder aus wie Sau, weil ja, weil die alles so futztrocken war und dann war da Staub in der Luft und dann hat es geregnet und dementsprechend kann man sich vorstellen, wie die Fenster ausschauen. Bin aber auch super froh, dass ich die Fenster bestellt habe bzw. eingebaut lassen habe, die man halt nach innen klappen kann, weil die standardamerikanischen Fenster, die kann man halt von außen nicht, ja, die kann man von außen einfach nicht waschen, ohne dass man sich von außen auf eine Leiter stellen muss. Und deswegen, das mache ich am Wochenende auf jeden Fall. Mein Mann hat wieder gekocht. Heute gibt's Wraps. Und da müssten Avocado drin sein, schwarze Bohnen, Rinderhackfleisch, Käse. Mit viel Glück habe ich auch Sour Cream drin. Das werden wir gleich rausfinden. Aber die riechen mega. Also ich könnte mich daran gewöhnen. So nervig das auch ist, hier in diesem Zimmer nach wie vor zu hocken. Ich finde das irgendwie super praktisch, dass ich jetzt schon seit fast einer Woche, ja, seit einer Woche nicht mehr kochen musste. Yummy. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe heute Morgen wieder getestet. Es ist heute Tag 10 und ich blende euch mal hier das Ergebnis ein. Und ich habe sowas von die Schnauze voll. Ich kann nicht glauben, dass ich nach wie vor positiv bin und nicht nur so ein bisschen positiv, sondern nach 15 Minuten war der Streifen einfach mal genauso fett wie der Kontrollstreifen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe aber im Internet gelesen, es gibt wohl Menschen, die wochenlang, ob nach dem ersten positiven Test, immer noch positiv testen. Und mir geht es ja eigentlich richtig gut. Also abgesehen halt von, ne, Schnupfen halt. Mir sind halt jetzt mittlerweile die Ohren zu. Aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das ist ja bei einer Erkältung bei mir immer so ein Zeichen, wenn die Ohren so zwischenzeitlich aufploppen, dass es halt besser wird. Also, aber irgendwie, keine Ahnung. Und wenn ich jetzt einen Job hätte, habe ich auch schon zu meinem Mann gesagt, dann hätte ich eh nach Tag 5 mit Maske wieder auf der Arbeit sitzen müssen. Deswegen würde ich mir überlegen, ob ich zumindest draußen mit Maske rausgehe. Also zumindest mal irgendwie vielleicht spazieren oder mal in die Bücherei wenigstens. Da wollte ich nämlich eigentlich sowieso die Tage mal hin für mir ein paar Mangas zu holen. Habe ich gestern geguckt, was die da im Büchereikatalog haben. Weil ich habe da auch gelesen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die noch 90 Tage nach einem positiven Test positiv reagieren können, ohne wirklich krank zu sein, also ohne ansteckend zu sein. Und deswegen bin ich gerade mit mir so ein bisschen noch am Ringen. Wir hatten ja auch gestern vor allen Dingen die, wie heißt, diese Küchenkonferenz, also mit dieser Küchentante. Und bis Sonntag haben die in dem Baumarkt, mit denen die zusammenarbeitet, halt auch noch Angebote, also die Küchenoberfläche zum Beispiel, die ist da momentan 30% runtergesetzt, also auf alle Küchenflächen. Aber da müssen wir halt bis Sonntag vor Ort in dem Laden sein und uns entscheiden. Und wenn ich halt noch positiv teste,
ne? Ja, mal gucken, was wir machen. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich werde mir jetzt auf jeden Fall gleich Frühstück machen. Ich muss erst noch ein bisschen die Küche aufräumen, die Spüle wegräumen. Die Dosen stehen hier noch, also die von den schwarzen Bohnen, die gestern im Taco waren, beziehungsweise im Wrap waren, und ein paar Sprudeldosen stehen hier. Die mache ich jetzt gleich in den in die Garage, weil wir recyceln ja hier freiwillig, also Plastik, Dosen und was war das andere? Papier wird hier recycelt bei uns im Haushalt. Das müsste ich eigentlich auch mal wegfahren. Vielleicht mache ich das einfach wirklich dann am Wochenende oder morgen oder übermorgen. Ich muss mal gucken, weil langsam läppert es sich an, weil ich halt schon seit anderthalb Wochen nicht mehr hinfahren konnte. Und mein Mann hat halt einfach nicht so die Zeit, weil der arbeitet ja jetzt auch diese Woche wieder voll. Also der kommt dann immer 4:30 nach Hause und kocht dann für alle, weil ich glaube, kochen würde ich selbst nicht. Also wenn ich jetzt, solange ich noch positiv bin, Essen anfassen für andere Menschen, kochen, ich weiß nicht. Das ist irgendwie so, gerade weil wir halt auch einen Monat nur noch haben, bis wir nach Deutschland fliegen, wäre halt blöd, wenn wegen mir, wegen meiner Leichtsinnigkeit, sich die Kinder anstecken oder mein Mann sich ansteckt und der Flug dann halt einfach mal ins Wasser fallen würde. Würde für mich eine Welt zusammenbrechen, weil ich halt meine Familie in Deutschland seit 4 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und wir haben halt gestern gebucht und ich kann jetzt also wirklich die Tage offiziell runterzählen. Wir fliegen am 1. Juni von Dallas aus nach Frankfurt mit Zwischenstopp in Kanada. Aber das ist halt alles geregelt, das ist halt gebucht und es ist bezahlt und es ist halt offiziell und deswegen, ja, ich trinke jetzt meinen entkoffinierten Kaffee. Meinen Koffeinkaffee gab es schon ganz früh heute Morgen, um 6 Uhr bin ich wach geworden. Und dann mache ich mir gleich mein Frühstück und ja, lese einfach ein bisschen, versuche einfach mich so ein bisschen abzulenken. Hab ja genug Bücher hier zu Hause und ja, seid ihr auch up to date. Wunderschönen guten Morgen. Ich bin im Auto. Ich habe mir gedacht, mit Maske, denke ich, kann ich schon rausgehen. Es ist nur so. Ich war eben im Recycle Center, da habe ich die Sachen abgeliefert. Danach war ich noch schnell in der Bücherei und habe mir meine Bücher ausgeliehen, also den zweiten Teil von Caraval und noch ein anderes. Wollte mir eigentlich Mangas holen, aber das ist jetzt unwichtig. Und musste mich in der Bücherei auf eine Couch dort setzen und habe da schon ein paar Seiten gelesen, weil ich gemerkt habe, dass mein Körper nicht so will wie mein Kopf. Also ich muss wirklich lernen, langsam zu machen. Und deswegen, ich wollte jetzt eigentlich in Aldi und in Walmart, aber das schafft mein Körper einfach nicht. Also obwohl ich einen sehr milden Verlauf hatte und rein theoretisch seit gestern wieder mein Leben leben dürfte, laut neuen Regelungen, muss ich sagen, mein Körper hatte andere Ideen. Und deswegen werde ich einfach nur das Nötigste jetzt schnell im Walmart kaufen, dann nach Hause gehen, mir einen Tee machen und mich mit meinem Buch auf die Couch hauen und den Rest vom Tag einfach nichts machen. Also ich wollte ja eigentlich auch staubsaugen und jetzt muss ich halt schauen, ob mein Körper das überhaupt will, ob mein Körper mich das überhaupt machen lässt. Das nervt mich schon, weil mein Kopf schon so weit ist und mein Körper einfach hinterherhinkt und ich hasse sowas. Ich hasse es, wenn es mir eigentlich gut geht und ich alles sofort will und es geht einfach nicht und ich muss gezwungenermaßen langsam machen. Also ich bin ein Mensch, ich will dann halt immer direkt alles können. Hab null Geduld. Aber ja, ich ziehe mir jetzt meine Maske an und gehe in Walmart. Wie viel ich da drin euch jetzt mit dem Handy mitfilme, hängt von meiner Stimmung und von meinem Körper und meinem Wohlfinden ab. Aber nächste Woche gucke ich, dass ich einen Großeinkauf mache, dass ich euch ein Foodhaul abdrehe, dass ich das geregelt bekomme irgendwie. Weil, ja, ich bin dann jetzt auf jeden Fall mal im Walmart. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Oh,
Also das lief eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Mir war jetzt kein einziges Mal schwindelig oder so. War aber auch wirklich sehr langsam, habe es mir da drin so richtig gemütlich gemacht. Habe mir jetzt auch hier so einen Immunity Boost mitgeholt. Das ist Elderberry mit Ingwer und Turmeric. Das ist ja so wie dieses Curry. Trink mal jetzt sofort und danach bin ich hoffentlich wieder gesund und richtig fit. Das riecht aber echt schon sehr extrem nach Ingwer. Aber ich liebe Ingwer, von daher. Und ich habe es überall hingespuckt. Okay, hätte ich vielleicht nicht äxten sollen. Das ist sehr scharf. Okay, wir fahren jetzt nach Hause. Ja, nachdem ich dann hier mal ein bisschen sauber gemacht habe. Oh, das ist sehr spicy. Das hat Kick. Aber wenn man danach nicht gesund wird, weiß ich auch nicht. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe meine Batterie vergessen, deswegen mache ich das Intro ganz schnell. Ich habe hier meine Maske an, weil ich mit meinem Mann im Auto bin. Der holt jetzt noch gerade die Küchensamples. Die haben wir vergessen. Wir sind nämlich auf dem Sprung. Und zwar fahren wir jetzt zum Home Depot, also in den Baumarkt. Für die Küchenoberfläche wollten wir uns umschauen und hinterher noch schnell in Target. Weil ich noch ein bestimmtes Buch gerne hätte, was vor ein paar Tagen rauskam, würde ich noch gerne entweder vorm Urlaub lesen oder halt in den Urlaub mitnehmen. Das weiß ich noch nicht so genau. Deswegen habe ich auch die Maske an, wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal unter Leute bin. Heute ist aber, nee, morgen ist der letzte Tag, wo ich das mache. Ab Montag bin ich dann maskenfrei. Mir geht es auch richtig gut, muss ich sagen. Es ist aber heute wunderschönes Wetter. Ich habe heute noch nicht so viel gemacht, war heute relativ faul, aber ich merke immer direkt, wenn es schönes Wetter ist, habe ich immer direkt richtig gute Laune. Da kommt mein Mann. Say hi. Hello. aber ja, gestern hatte ich halt nicht so die gute Laune, deswegen habe ich gestern nicht mitgefilmt. Gestern war es bewölkt, es war nass, es war grau, es war nicht schön. Aber wir sind jetzt, wie gesagt, auf dem Sprung zum Home Depot, zum Baumarkt. Holt euch ein bisschen mit dem Handy mit und hinterher geht es dann in Target. Da wollte ich auch Kaffee kaufen für meine Schwester, für den Urlaub mitzubringen, weil der habe ich versprochen, ein Paket zu kaufen. Ich glaube, da hole ich das Vanille. Hast du alle drei mitgeholt? What was the pride of the two? Bei mir hatten hier diese Samples vergessen, weil die brauchen wir. Um zu gucken, wie dann halt die Farbe der Arbeitsfläche mit den Farben harmoniert oder halt nicht harmoniert. Wir sollen auch nach Backsplashes gucken. Don't forget that. Nach Hexagons gucken, ob die das haben. Das sind die Farben. Habt ihr ja schon gesehen, das ist für die Unterschränke, das ist für die Überschränke. Und ja, wir sind dann auf jeden Fall mal jetzt unterwegs. Wir sehen uns dann wieder im Baumarkt. Cruise.
No. That's not what the goal is. No. But they do have some over there, right there. I mean, they're a little smaller than what I would want. I like them purple ones in the middle. Those? They have lines through them. I really don't like that. They're too tiny. No, right in the middle. They hurt that. Oh, yeah, no. I want hexagons. There you go. The black hexagon. Yeah, if they would be white. They probably have different. Yeah, that's right here. So, I wish this wasn't in the way. No, those are plaque, babe. Yeah, not doing plaque. We're not doing plaque. So pretty. Ich bin etwas überfordert. Mein Mann mag das hier total gerne, weil es halt die Farben, also alle Farben da drin sind. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, da werde ich dann von zu viel erschlagen. Und das sind halt die, die ich mir ausgesucht habe, mit der Oberfläche und der unter den Unterschränken und den Oberschränken. Aber ich bin überfordert, ob das dann nicht vielleicht irgendwie zu sauber ausschaut. Oh, Leute.